Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. So, ich muss mich gerade mal ein bisschen beeilen, denn unser Hundi ist schon munter am Kämpfen, auch wenn der da schon gerade irgendwie eine recht merkwürdige Position eingenommen hat. Wir befinden uns hier noch immer in der Höhle mit den Vampiren. Zumindest gehe ich immer noch davon aus, dass wir hier auf Vampire treffen werden, denn als wir das erste Mal diese Höhle hier heimgesucht hatten, obwohl das ist ein Mensch. Sonst wäre der Vampir ja zu Staub zerfallen. Eisenpfeile brauchen wir nicht. Doch, es ist ein Vampirdiener. Oder? Nee, stimmt. Hä, blieben die immer so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich dachte... Irgendwie hatte ich jetzt gerade Erinnerung, dass die dann einfach zu Staub zerfallen. Die Vampire. Und dann ja auch den altbekannten Vampirstaub hinterlassen. Der Hundi ist schon wieder weiter am Angreifen scheinbar. Der prescht hier ganz schön nach vorne. Und ja, wir versuchen einfach mal direkt hinterher zu kommen. Allerdings, wenn da so Fersengeld gibt, dann wird das recht schwer. Oh, interessante Falle. Sollte man nicht unbedingt drauf treten. Oh Gott, der gibt ja echt Gas. Er hat hier sogar schon wieder den nächsten jungen Vampir auf dem Gewissen. Hier gibt es diesmal Vampirstaub. Nehmen wir einfach mal mit. Notfalls könnten wir das ja auch alles verkaufen. Was ist das denn hier? Ah, soll wohl eine Wurzel sein. Nun gut, also wenn wir jetzt hier nur hinterher schleichen müssen und der scheinbar schon sich hier mit sämtlichen Gegnern erfolgreich bekriegt hat, dann sind wir ja schon fast überflüssig. Moment mal, wo? Ah, hier geht's runter. So, er ist jetzt aber auf jeden Fall am Kämpfen. Und, ah shit, war ja klar, dass der Vampirdiener sich dann genau bewegt, wenn wir uns hier in den Kampf einschalten wollen. Ah, Hundi ist immer noch am Kämpfen. Gegen wen auch immer. Oh, yummy, hier gab es einen Mensch zum Frühstück. So haben wir es gerne. So, der blutige Vampir. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, dem Hundi einen Pfeil in den Rücken gejagt. Ah, der blutige Vampir scheint ein bisschen was auszuhalten. Wieso kriegt er eigentlich nicht den doppelten... war ja klar. Oh, jetzt ist der Hund da schon wieder vorgejumpert. So, diesmal aber. Geht doch. So, den Nordpfeil nehmen wir natürlich mit. Und dann durchsuchen wir den blutigen Vampir noch einmal. Ja, kleine Heilung. Oh, Vampirrüstung und Vampirstiefel. Die sind ja immer... Obwohl die Vampirstiefel... Ja doch, eigentlich schon. Nehmen wir einfach mal mit. Ihr kennt es ja, das Spielchen. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns auch noch entsprechend ein bisschen Geld bringt. So, er ist schon wieder weiter am Kämpfen. Aber meine Güte, ich muss doch hier auch mal schauen, was es hier noch so alles an Items gibt. Hab doch mal ein bisschen Verständnis für mich. Was habe ich hier noch irgendwie ein interessantes Buch? Nö, alles nur wertloser Plunder. Oh, schicker Totenschädel. Den hätte ich auch gern für mein Haus. Naja, eigentlich nicht. Aber in der Truhe könnten sich noch Sachen befinden, seht ihr wohl. Und die reißen wir direkt an uns. Ich glaube, wir können jetzt sogar... Oh, hier liegt noch der Nord. Ey, mitnehmen. Ich glaube, wir können jetzt erstmal hier ein bisschen gehen. Denn Hundi... ist schon ziemlich weit nach vorne geprescht inzwischen. So, jetzt einmal schnell schleichen. Naja, ist noch nicht mal. So, hier haben wir jetzt einen Aschehaufen. Ich sag's doch noch. Oder das war vielleicht auch ein beschworener Gegner. Möglich wäre das ja auch. Oh Gott. Also der Hund will's ja echt wissen. Ist scheinbar eine richtige Kämpfernatur. Oh, da unten liegen schon wieder die nächsten Leichen. Mann, Mann, Mann. Der junge Vampir hier. Hatte gar keine Chance, sich zu wehren. Na, die Vampirrobe ist jetzt nicht so wertvoll, die lassen wir ihm. Er soll ja nicht naggisch in die ewigen Jagdgründe einziehen. So, ein Bandit haben wir hier. Ja, mitten unter den ganzen Vampiren haust natürlich noch ein Dieb. Warum auch nicht? So, die Heilungstränke nehmen wir einfach mal mit. Die Bücher hier sind nicht... Ah, doch, hier. Das Buch ist ganz gut was wert. Deswegen wird das auch direkt einkassiert. Und was ist das da für ein Buch? Ey, spring nochmal auf den Tisch rauf. Ne, über die Dwemer Daedra Buch. Okay, alles Krams, den man nicht wirklich braucht. Oh Mann, echt ziemlich viel. Na gut. Okay, wir rennen einfach mal weiter. Unser Hundi ist schon sogar in das nächste Gebiet gegangen. Das heißt, ich kann meine Waffe eigentlich wegstecken. Hier dürften uns eigentlich... Achso, hier ist schon das nächste Gebiet. Okay. Und ich wollte nämlich gerade sagen, ja, eigentlich dürften uns jetzt ja hier keine Gegner mehr über den Weg laufen, wenn der Hundi hier schon alles aufgeräumt hat und bis ins nächste Gebiet gerannt ist.
So, ich bin gespannt. Okay, warum hast du diese Spinne nicht besiegt? Ich weiß ja nicht, ob du irgendwie ein Spinnenfan bist, aber ich persönlich finde die Viecher ziemlich unsexy. So, was habe ich hier? Ach, das Frostbissgift. Ich nehme das jetzt einfach wieder mit. Keine Sorge, Leute. Ich werde das diesmal aber verkaufen und nicht mehr mit mir rumschleppen. Aber das Geld kann man ja einfach mal mitnehmen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, genau. Diese Spinne hatten wir damals, glaube ich, sogar beschworen. Also wiederbelebt, wenn ich mich richtig erinnere. So, bin ich mal gespannt, ob er jetzt hier auch alle Gegner schon besiegt hat. Mich wundert es halt, dass, wie gesagt... Oh, warum ist der... Nee, doch nicht. Mich wundert es halt, dass er die Spinne nicht noch platt gemacht hat. Was haben wir hier in der Truhe? Ein bisschen Gold und zwei Zaubertränke, die wir natürlich auch liebend gerne mitnehmen. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Und, ein Seelenstein. Zack. Meine Keime. Nehmen wir natürlich auch mit. Da kennen wir nichts. So, hier waren recht starke Vampire beim ersten Mal. Ich erinnere mich noch, ich glaube, hier sind wir draufgegangen. Hier mitten in diesem... Fluss. Ah, okay. Da steht sogar noch einer. Also hat der Hund scheinbar diesmal hier nicht unter den Gegnern aufgeräumt. Dann müssen wir das halt eben erledigen. Blutiger Vampir. Na, ich will jetzt hier nicht wieder mit der Seuche infiziert werden. Deswegen werde ich hier mal ganz schnell meinen Knüppel auspacken und der Lady zeigen, was ein ordentlicher Schwengel ist. If you know what I mean. Vampirstaub. Die Vampirrüstung und die Vampirstiefel, die nehmen wir natürlich auch wieder liebend gerne mit. Und haben wir wieder jetzt die Scheiße? Ne, haben wir gerade nicht. Okay. Das trifft sich schon mal gut. Ich würde mich nämlich eigentlich auch lieber nicht infizieren. Hier ist aber ein Aschehaufen. Das muss man jetzt aber nicht verstehen, oder? Warum zum Teufel hat der Hund denn hier schon Gegner besiegt, aber die eine da vorne nicht? Fragen über Fragen und keine Antworten. So. Ich hoffe, wir sind gleich bei ihm. Das zieht sich ja hier ganz schön, diese Quest. Da denkt man ja, komm, ich werde mal eben... Oh, das ist ein Vampirmeister. Gegen wen kämpft der denn? Kämpfen die gerade gegen den Hund? Lasst den Hund in Ruhe. Was hat er euch denn getan? Nee, doch, doch, die kämpfen gegen den Hund. Zack, oh, der wurde richtig gut... mit diesen Eiszaubern bombardiert. Okay, hier haben wir ein bisschen Gold. Und natürlich wieder die Vampirrüstung. Wie sollte es anders sein? Oh, und ein Nordpfeil. Den hätte ich gerne zurück. So, der Hund ist da unten schon ordentlich fleißig am Rumbellen. Ah, und hier scheint jetzt auch... Schleichen hat sich verbessert. Da scheint jetzt auch die Statue des Daedras zu sein, den er anbetet. Okay. Kommen wir gleich zu, immer mit der Ruhe. Ich muss jetzt erstmal eben hier diese Truhe ausräumen. So, Gold natürlich hier. 10. Zauberbuch, leichter Schutz. Und eine dädrische Rüstung. What the fuck. Geiles Teil. Wow, das ist das erste Mal, dass wir jetzt ein Dädra-Teil finden. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Und das Kupferdiadem mit Mondstein ist auch nicht sicher für unseren... Langfingern. Okay, ich glaube, die Quest hier können wir jetzt abschließen. Wollen wir doch mal schauen, was er jetzt uns zu sagen hat, Barbas. Ach so, er sagt nur Wuff. Okay, irgendwelche tollen Opfergaben? Nö. Dann würde ich mal sagen, aktivieren wir den Schrein. First Weil, ich habe eine Bitte an euch. Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Ich bin nur hier, um euch mit Barbas zu vereinen. Ach, mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Hey, so haben wir nicht gewettet. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken.
Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Wie lautet euer Angebot? Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralffelsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Oh Mann, okay, jetzt sollen wir mit Barbas auch noch wieder weiterreisen. Ach, Herr Jemine, aber immerhin, die Ausbeute war ja schon mal ganz ordentlich. Wir haben hier immerhin eine dädrische Rüstung gefunden. Wow. Was will man mehr? Ja, Ziel Himmelsrand hört sich gut an. Da gehen wir einfach mal direkt hier raus. Und dann müssen wir mit dem Hundi jetzt schon wieder ab in die nächste Höhle reisen. Jetzt machen wir hier sogar noch Aufgaben für einen Dädra. Und welche Geschichte steckt hinter der Axt der Reue? Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Okay, alles klar. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Lasst mich mal eben auf der Map nachschauen. Also hier ist Hermers Schande. Und jetzt sollen wir hier ans andere Ende der Welt reisen praktisch. Da ist die Reiffelsenhöhle. Das heißt, wir müssten zur Statue von Meridia. Dort könnten wir dann an Festung Haggerstadt vorbei und dann in die Reiffelsenhöhle. Okay, ja, was sollen wir machen? Wir haben jetzt ja hier eingewilligt, dem Dädra diese Aufgabe zu erfüllen. Und warum machen wir das? Nur damit wir endlich anerkannt werden von den in Falkenring als Tane. So, was ist hier jetzt schon wieder los? Ach, hier hatten wir doch diese... Kann ich das aktivieren? Nee. Genau, aber hier hatten wir auf jeden Fall die eine Quest gemacht. Ich erinnere mich da noch dran. Genau, mit Meridias Schrein da, von wegen, wo wir dann, dieses Licht hat uns da durch die Höhle geleitet. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, danach wurden wir dann in die Lüfte befördert und haben da irgendwas Tolles bekommen. Ich weiß zwar nicht mehr genau was, aber es war bestimmt ziemlich toll. Na gut, also heißt es jetzt erstmal wieder durch die Wildnis stapfen. Auf der Map können wir sehen, ja, wenn wir hier auf diesen Weg uns begeben, müssten wir, oder wir könnten auch hier querfeldein rennen eigentlich. Okay, rennen wir querfeldein. Notfalls haben wir ja noch den Bergziegenmodus, den wir aktivieren können. Und damit geht ja sowieso alles besser, wie wir wissen. Ich werde trotzdem mal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Oh Mann, da ist eine Ziege wieder. Hinterher, komm, die schnappen wir uns. Lauf, Grants! Ah, so. Haha, die Ziegen haben nicht so wirklich, glaube ich, eine Chance gegen uns. Die sind so lahm, dass wir sogar hinterher rennen konnten. So, ich höre hier auf jeden Fall Wölfe heulen. Das ist auf jeden Fall schon mal kein gutes Zeichen. Ist der Hund eigentlich noch hinter uns her? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, wo der schon wieder ist. Kann uns eigentlich auch scheißegal sein. Wir wollen ja nur diese blöde Axt uns holen. Und dementsprechend nehmen wir einfach mal gar keine Rücksicht darauf, ob der Hund hinterherkommt oder nicht. Ah, da hinten ist ein Troll. Wo will der denn hin? Ah, Gott. Was war das jetzt gerade für ein Ruckler hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Na, Mist. Nee, hat nicht getroffen. Aber ich glaube, der hat mitbekommen, dass wir auf ihn geschossen haben, der Eistroll. Das wird mir auf jeden Fall oben jetzt gerade schon angezeigt. So, wenn wir jetzt so machen. Jetzt bewegt der Bengel sich. Naja, scheiß drauf.
Oh, Moment. Da war ja gleich der nächste sogar. Er kämpft gegen einen Wolf. So, dann wollen wir ihm mal seine Beute wegnehmen. Ach, das ist unser Hund. Ach, okay, alles klar. Das erklärt so einiges. Deswegen ist der Eistroll wahrscheinlich auch so aufgebracht. Oh, Eistrolle halten aber viel aus. Okay, Moment. Dann machen wir es halt anders. Angriff! Zack! Wir könnten ja auch nochmal diesen neuen Stun hier ausprobieren. Aber nein, der arme Eistroll wurde schon besiegt. Was für eine jämmerliche Existenz. So. Unser Ziel vor Augen. Wie weit ist es denn noch? Lasst uns mal eben einen Blick auf die Map. Ja, doch, ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen müssen wir noch. Ne? So ist es ja nicht. So, da vorne sehen wir auch noch weitere Höhlen. Also, ihr seht schon. Also, das ist unglaublich. Wir haben eigentlich schon so viel gesehen in der Welt von Skyrim. Hier in Himmelsrand. Und trotzdem gibt es immer noch Ecken wie diese, die fast komplett unerforscht sind. Bergziegenmodus aktiviert. Und die jetzt komplett Neuland für uns sind, wo wir noch so viele Höhlen hätten, die wir durchforsten könnten. Es ist unglaublich. Also ich glaube, an Skyrim kann man echt, was weiß ich, wie viele Stunden spielen. Ich glaube, wir haben inzwischen so um die 90 Stunden Let's Play runtergerissen. Und das ist mal eine ordentliche Hausnummer, möchte ich behaupten. Also mit Abstand hier das längste Let's Play auf meinem Kanal. So ein langes Let's Play. Wow, ich weiß gar nicht, ey. Über 200 Videos, das ist ja schon fast ein Viertel meiner gesamten Videos. Das ist ja echt unbeschreiblich. So, ich hüpfe jetzt gerade munter durch die Gegend. Immer noch in der Hoffnung, dass ich jetzt gleich bei der Höhle eintreffen werde. Ich schleiche auch gerade gar nicht mehr, ne? Nee, ich schleiche noch nicht mal mehr. Seht ihr mal, wie selbstsicher wir hier gerade sind. Ah, uns kann hier eh nichts anhaben. So, das ist die Reifelsenhöhle, Leute, die wir jetzt hiermit entdeckt haben. Ich würde mal sagen, Schleichenwert aktiviert. Wir schleichen uns nochmal in die Höhle rein, damit wir es schön mollig warm haben. Zumindest wärmer, als wenn wir da draußen mitten in dem Wind stehen. Und irgendjemand sieht uns. Ah, okay, Hundi wird es sein. Hallöchen, Hundi. Ist das nicht ein süßer Hund? Knuddelig. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier. An dieser Stelle wieder, wenn du magst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dran denkst, diesen Part hier zu bewerten. Je nachdem, wie er dir gefallen hat. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.